Hallo und herzlich willkommen auf Lorella.de. Schauen Sie eine weitere Aufgabe an zum Schnitt von Geraden. Und haben hier alles eine Textaufgabe. Ja, da müssen wir erstmal die Informationen rauslesen, bevor wir da überhaupt rechnen können. Nämlich bestimme zwei Zahlen, deren Summe 20 ist und deren Differenz 10. Nun, das können wir jetzt erstmal durch Raten ausprobieren, aber das ist ja nicht die elegante Art. Wollen wir das mal rechnerisch bekommen? Wir haben zwei Zahlen. Sagen wir diese zwei Zahlen, nennen wir x und y. Also wir suchen x und y, die zwei Zahlen, deren Summe soll 20 sein. Das heißt, es ist dann logisch, die Summe von x plus y gleich 20. Summe ist ja addieren. Und Differenz von x und y soll 10 sein. Das heißt, wir schreiben x minus y gleich 10. Nun haben wir wieder ein gleiches System. Ein relativ einfaches, das wir jetzt lösen können. Wir können schauen, wie können wir hier eine Variable wegbekommen. Hier bietet sich am ehesten an das Additionsverfahren. Nennen wir diese beiden Gleichungen mal römisch 1 und römisch 2. Und dann machen wir einfach mal 1, römisch 1 plus römisch 2. Warum? Weil wir dann wissen, y und das minus y, das kürzt sich raus. Dann bleibt nur noch x übrig. Das heißt, es ist auf jeden Fall sinnvoll, hier 1 plus 2 zu machen. Nun, was ist römisch 1 plus römisch 2? Hier x plus x, das ist 2x. Y minus y ist 0. Und 20 plus 10 ist 30. Und damit bekomme ich 2x gleich 30. Teile das noch durch 2, dass wir das x bekommen. Damit ist x gleich 15. Also wissen wir schon mal eine Lösung. Eine dieser beiden Zahlen ist die Zahl 15. Nun, wie kriegen wir die andere Zahl raus? Naja, dann suchen wir einfach eine von diesen beiden Gleichungen aus. Das ist egal. Nehmen wir einfach mal die oberste, setzen wir es also in die erste Gleichung rein. Das heißt, x ist 15, das schreibe ich dann also hin. 15 plus y, das suchen wir, gleich 20. Und jetzt kann ich hier minus 15 machen, um das 15 hier auf die andere Seite zu bringen. Das heißt, es steht auf der anderen Seite nur y und hier 20 minus 15, das ist 5. Das heißt, ich habe rausbekommen, dass diese beiden Zahlen, die wir suchen, deren Summe 20 und Differenz 10 ist, gerade die Zahlen 15 und 15. Dankeschön.